Nashornmutter Betty musste ihr Baby noch sanft in Position schubsen beim Fototermin am Donnerstag im Berliner Tierpark. Das kleine Panzernashorn weiß noch nicht so richtig, wo es lang geht. Schließlich ist es ja auch erst einen Tag alt. Noch macht der kleine Dickhäuter seinem Namen keine Ehre, denn es fehlt das Horn. Das ist aber bei allen Nashörnern so, damit die Mutter bei der Geburt nicht verletzt wird. Die Geburt verlief ohne Probleme und dauerte nur 20 Minuten, sagt Tierpfleger Mario Hammerschmidt. Wir züchten die sehr regelmäßig und freuen uns darüber auch. Und das ist zum Glück auch so normal, dass wir da bei aller Anspannung, die man immer hat, die ist dann irgendwie auch berechtigt, aber nicht super nervös sein muss, weil wir wissen, die Kuh, die Betty, die kann das, die zieht gut ihre Jungtiere auf und machen uns da eigentlich relativ wenig Sorgen. Im Gegensatz zu den afrikanischen Nashörnern haben Panzernashörner nur ein Horn. In freier Wildbahn leben sie in einem Schutzgebiet im Nordosten Indiens sowie in Nepal. Ihr Bestand gilt als gefährdet, auch wenn die Zahl der Nashörner dort zunimmt. Aktuell wiegt der kleine Nashornboy rund 55 Kilogramm und er nimmt täglich zu. Es ist bereits das 7. Baby von Nashornmutter Betty. Ja, hoffentlich läuft alles normal. Das heißt, wir werden versuchen, die Mutter zu verwöhnen. Ist die Mutter, ja, die braucht jetzt natürlich mehr Energie. Die säugt so ein Kalb, wenn sie die 25 Liter Milch produziert, brauchst du eine Menge Energie. Die Geburt war auch anstrengend. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich darauf, dass es der Mutter gut geht. Und dann wird es auch immer dem Jungtier gut gehen, wenn alles normal läuft. Das Jungtier wird fast wild groß, also hat wenig Kontakt zu uns, wird von der Mutter alleine aufgezogen. In 2 Wochen wird das Nashörnchen beginnen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Insgesamt wird es sich aber rund 18 Monate an Mamas Milchball haben. Das noch namenlose Jungtier wird aber nicht ewig im Berliner Tierpark seine Runden drehen dürfen, denn Panzernashörner sind Einzelgänger und brauchen ihr eigenes Revier. Im Alter von 1,5 bis 2,5 Jahren wird das dann große Nashorn in einen neuen Zoo umziehen.